Apropos ARD und ZDF, hier beim NDR, ne, gab es jetzt einen Warnstreik. Einen Warnstreik beim Fernsehen, beim MDR, haben Sie nicht mitbekommen. Und die brauchen sehr, sehr dringend Kohle. Und die Auswirkungen des Warnstreiks waren verheerend, vor allen Dingen für die Nachrichten. Vor den Meldungen noch ein Hinweis. Im NDR gibt es einen Warnstreik und deshalb gibt es auch Einschränkungen. Uns fehlen die Fotos im Hintergrund. Wir bitten um Verständnis. Das ist kein Scherz. Hurricane Milton hat die Westküste des US-Bundesstaates Florida erreicht. Da gab es Warnstreik beim NDR. Da muss ja der arme Mann die Nachrichten vorlesen, ohne irgendwelche Bilder. Ja? Das ist doch krass, oder? Für die streikenden NDR-Mitarbeiter zahle ich gerne mehr Rundfunkgebühren. Ja? Dann brauche ich nicht selber die Bilder zu liefern, was wir jetzt gemacht haben. Wir haben einfach selber die Bilder geliefert, die da aus Streikgründen ausgefallen sind. Und dann sieht die Tagesschau so aus. Wir hatten nicht so viel zur Verfügung, muss man dazu sagen. Schauen wir mal. Hurricane Milton hat die Westküste des US-Bundesstaates Florida erreicht. Der Sturm traf südlich der Stadt Tampa auf Land. Der Bundestag berät heute erstmals darüber, wie das Bundesverfassungsgericht besser vor einer Beeinflussung durch extreme Parteien geschützt werden könnte. Weltweit nehmen die Bestände von Wildtieren drastisch ab. Der WWF warnte, die Entwicklung sei menschengemacht. Ja, ist doch nett von uns, oder? Da streiten die beim NDR. Wir von den Privaten helfen gerne aus mit ihrer RTL plus Abo-Kohle, meine Damen und Herren. Das ist so. Lieber NDR, wenn bei euch noch mehr gestreikt wird und vielleicht auch noch die Maskenbildnerinnen ausfallen, wir hätten da auch noch eine tolle Idee. Man kann das Ganze ja auch mit Snapchat-Filter gucken. Schauen Sie mal hier. So. Die Tagesschau meldet sich wieder um 8.30 Uhr. Weiter geht's in Köln im Morgenmagazin. Mit Snapchat-Filter wird alles geiler. Wirklich. Das ist so einfach. Unsere neue Lieblingsmaßnahme bei TV-Ausschnitten, die eigentlich zu langweilig sind. Snapchat-Filter.